Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Oh, wir haben schon 4 Teile, so wie es aussieht, von Let's Play Binding of Isaac Rebirth. Ich stelle hier die SFX ein bisschen zurück, weil ich gemerkt habe, dass das ein bisschen zu laut war. Im Vergleich zur Musik. Und jetzt haben wir beim letzten Mal Eden gemacht. Wir haben einen Winstreak von 7 erreicht und hier einiges überstanden. Wir haben mit Lazarus sogar irgendwo letztens mal den Boss Rush geschafft. Ich glaube, bevor wir den Magdalene nehmen, nehmen wir nochmal Isaac. Weil Isaac halt Isaac ist. Und wir haben Basement 1. Wir können direkt mal reingucken und sehen, dass wir mal... diese typischen Anfänge mit einem Cursed Room. Einfach nur schön am Anfang. So. Nehmen wir das ja auch auf nach ein paar Stunden nach den letzten Runs. Also mal gucken, ob ich jetzt immer noch die Glückssträhne von davor habe, dass ich immer noch recht gute Runs bekomme. Oder wenn da nur Scheiße, wenn so wie es aussieht, ne? Okay, das sieht wohl nach einem schweren Run aus. Wir haben bald auch das Negativ voll. Wir können bald auch sicherlich sehr, sehr gut am Polaroid dann arbeiten. Und dann kann man dann irgendwann anfangen in die spezielleren weiteren Ebenen reinzugehen, was bisher halt noch nicht geht. Weil wir das erstmal aufbauen müssen. Mit Puzzleteilen, die wir dann bekommen, aber das sehen wir dann. Das kommt schon alles irgendwie mit der Zeit. Oh ja, 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 das ist also blöd. Ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Teilweise, das wäre ein bisschen besser. Jetzt, wenn ich dann durchgehend hier irgendwelche Scheiße mache. Passt. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Wenigstens einmal hatte Pup uns was gebracht. Dann hätten wir Isaac schon sehr, sehr gut frei. Dann hätten wir jetzt schon... Ja. Stimmt, ein Charakter fehlt uns ja noch. Blue Baby. Als 10. Und dann gibt's noch einen 11., ne? Oder wie ist denn das? Ach, keine Ahnung mehr. Es fehlt uns dann noch Blue Baby. Stimmt. Oh, ich habe gespoilert. Oh nein, wer ist denn Blue Baby? Das ist total schlimm, dass es noch einen Charakter gibt. Das ist ja Spoiler over 9000. Wir sind im Basement, also sollte hier normalerweise kein Bossgegner kommen, der mich total raushauen sollte. Im Normalfall. So werde ich das schon überleben. Monstro. Ja, das sieht nach Überleben aus. Aber wenn uns eine große Träne trifft, sind wir instantly tot. Und das will ich nicht unbedingt, denn man will vielleicht doch lieber in einem LP leben. Das war sehr knapp mit einer... wow. So. Dass ich überhaupt bei Monstro wieder Schaden genommen habe, ist mal wieder gut anzumerken hier. An dieser Stelle. Dass das schon wieder so sein müsste. Das ist typisch von mir. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Hier abhauen. Und jetzt ist jeder Treffer tot. Oh, fast, fast, fast. Yes. Kommt eigentlich eh nichts raus. Wir haben einen Range. Oh. Oh, 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 oh. Könnte ich hier... Da oben könnte ein super geiler Raum sein. Ist er auch. Mit Pillen. Range down. Super. Pheromone. Super. Bad Gas. Noch superer. Pretty Fly. Wenigstens etwas. Und Hämatemesis. Die Rettung. Die Rettung schlechthin. Haben wir ihn doch noch halbwegs bekommen. Zumindest die Rettung rüber, dass wir halt noch wenigstens ein bisschen Herzen haben. Jetzt kommt es darauf an, dass wir da durchkommen, trotz all unserer Probleme. Also Geld hatten wir ja nicht genug für einen zusätzlichen Arcade, den wir sonst hätten freischalten können. Jetzt ist die Raumstruktur ein bisschen anders, bla bla bla. Da will ich zuerst mal nicht sofort dran spielen. Ich merke mir, dass es das gibt. Sagen wir es so. Nein. Okay, Devil Deal verkackt. Im Normalfall, leider. Aber vielleicht haben wir dennoch die Chance. Ja. Super, dass das erste jetzt kommt. Dumm. Dumm. Ja.
jeden Fall gucken, was da oben ist. Vielleicht gibt es da irgendwas Spannendes. Also, mal gucken. Nein, wenn es nur eine einzelne Truhe ist, dann bitte nicht. Okay, da können wir also nichts davon erwarten. Wir sollten auf jeden Fall da dort ein blauen Herzchen klarkommen. Vielleicht haben wir das Glück und dürfen trotzdem irgendwie einen Devil Dealer warten. Oder so, das kommt darauf an, ob das erlaubt ist. Das ist auf jeden Fall ein besseres Item. Damit wenigstens Unbesiegbarkeit und so hab. Kann ich wenigstens Gegner kaputt schmettern. Was ich sonst so nicht vielleicht kann. Hier. Boah, eine rote Kiste. Damit könnte vielleicht was Spannendes sein. Vielleicht ein Devil Deal, das wäre nicht schlecht. Okay, Bad Gas. Und 48 Hour Energy. Haben wir also wieder ein paar Informationen mehr gesammelt. Ich glaube, wir haben so langsam auch alle neutralen Pillen durch. Das heißt, ab sofort sollten irgendwie immer nur positive oder negative Pillen kommen. Wir haben einen Range Down bekommen, was dann nicht schlimm ist, weil wir einmal einen Range Up bekommen haben. Man sieht, wie weit wir schießen können. Sehr, sehr weit. Wir gucken einfach nochmal weiter, weil das sieht nicht so supi mega aus. Wahrscheinlich muss ich noch neues Geld anschaffen gehen. Aber mal sehen, wie das sein wird. Eigentlich schon. Das ja auch gerne. Aber dazu müsste ich ein bisschen Geld, bisschen was abgeben an Herzchen im Normalfall. Müsste ich nach oben laufen. Ach, machen wir. Ich weiß, da verliere ich einiges an Zeit, aber vielleicht bekomme ich ja dennoch einen Devil Deal und sollte man bereit sein, falls es... Ne? Oder falls man noch einfach ein HP abbekommt. Das wäre auch nicht so ultra schlecht. Also wir könnten uns theoretisch noch die Pille holen, die weiß-blaue, die wir uns diesmal jetzt nicht nehmen, wenn wir HP abhaben. Das heißt, wir arbeiten dran, dass wir einiges mal hier haben. Leider kommen die da nicht hin. Wir haben noch mehr Bomben. Oh, wow, wow, wow. Zwei von der Sorte ist schon echt scheiße. Vor allem, wenn da noch mit Kacke zugemacht worden ist. Ich sollte mich auf den hier konzentrieren. Super. Aber immer noch kein Rotherzschaden. Vielleicht gibt es dennoch einen Devil Deal. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das ist halt immer die große Frage. Ob man, ja, vielleicht nicht dennoch eine Chance für einen Deal hat. Ich merke es gerade, ich Schlaukopf. Oh yes, wir haben noch... Yo. Also heißt, wir haben irgendwie alles trotzdem richtig gemacht. Halbwegs. Super. So wie es aussieht, gehen wir auf Angel Deals. Okay, das war auch glücklich, da unten jetzt ein Soul Heart zu bekommen. Das werde ich noch nicht gleich sofort aufheben. Hätte ich hier nur eine Batterie. Das ist nicht so schlecht um mich. Nein, nein, nein. Ich kleiner Idiot. Das gibt's doch nicht. Head of Krampus. Na. Sagen wir eher nein dazu und gehen, glaube ich, eher auf The Game Kit. Wobei Head of Krampus... Eigentlich Head of Krampus stärker. Der Effekt davon ist nicht so geil wie der andere, aber... Grundsätzlich sollte es stärker sein. Das ist der Grund für mich, weswegen ich so gehe. Ich hinterfrag das am besten nicht. Ich weiß selber nicht, warum ich ganz genau das hier so nehme, weil das so eine Sache ist. Und wenn das solch eine Sache ist, kämpfe ich gegen diese Leute. Zum Beispiel wäre ich hier jetzt, glaube ich, das andere Dings viel besser. Aber gut. Also das Gamecube wäre hier in dieser Situation sicherlich viel besser. Aber es ist halt meine eigene Entscheidung, das anders zu sehen. Ich meine, da kann jeder machen, was er möchte. Ich meine, ich habe es auch so überlebt. Dafür dann langsamer, aber ich habe es dennoch auch so überlebt. Aha. Okay, wenigstens einer besiegt. Das ist gut. Den hier auch. Jetzt noch zu dem hier und zack.
Mal gucken, ob wir... Naja, werde ich mal einmal benutzen. Komm, ganz ehrlich, ist eh noch sehr, sehr früh. Vielleicht kommen dann schlimmere Räume, aber ganz ehrlich, du kannst nicht Ewigkeiten auf nur den einen schlimmen Raum warten, wie der hier. Weil der hier eigentlich auch nicht so ultra viel schlimmer ist, aber... Das war schon schlimm genug. Da hätte man auch einiges weggeben können. Hier habe ich jetzt nur ein halbes Herz bisher weggegeben. Was vielleicht besser ist... Als dort. Weil die dort in der Mitte waren direkt. Und ich eigentlich nicht mehr wirklich ausweichen konnte, glaube ich. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, wenn ich das hier sehe, wie ich gegen die kämpfe. Passt doch alles. Aber okay, sie konnten nicht direkt zu mir laufen. Sie können hier nicht direkt zu mir laufen. Das ist eine andere Sache. Deswegen ein bisschen... Das ist auch eine andere, sehr, sehr unangenehme Sache, die wir hier haben. Gut, wir haben hier schon wieder einen besiegt. Ja. Okay. Okay, wir haben es schön geschafft. Bomben. Rein. Oh. Big Fan, da wären wir jetzt der andere besser gewesen. Aber wobei, Big Fan macht ja nicht so viel Schaden als Orbital. Aber ich meine ja nur, man darf ja überlegen, was besser gewesen wäre. Wenn ich das hier so sehe, denke ich mir so ein bisschen, anders wäre es vielleicht besser. Teilweise besser. Bisschen besser? Ja, ein bisschen besser. So wie ihn. Ah, gut. Damit habe ich jetzt auch mal Schaden gemacht mit dem Ding. Sicher, dass es auch zu was bringt. Jetzt hätte ich gerne meine Aufladung gehabt, aber gut, ich sollte sie auch nicht so oft verschwenden, weil es kommen dann Bosse, bei denen ich es benutzen muss. Das ist klar. Wäre komisch, wenn ich es nicht benutzen würde bei Bossen. Weil das gerade eigentlich sehr, sehr gut ist, um Bosse sehr schnell zu killen. Und das ist besser als mit einem anderen Item, deswegen hätte ich... Was ist das zu fassen? Alter... Jetzt komm. Ich kann doch nicht sagen, dass er unendlich lang neben tut. Gib mir am besten eine gute Pille. Was, komm, du willst es doch. Nein. Nee. Warum war die Tür offen? Ich weiß, weil die es aufgesprengt haben, aber trotzdem. Das ist dann etwas, was sehr schade ist. Ja, die Türen waren beide offen. Naja, offen. Gleichzeitig zu. Da willst du mich... machen viel zu wenig Schaden oder haben viel zu wenig Tränen. Das entzählt noch ein zweiter Itemraum. Das ist ein bisschen problematisch hier. Ich würde gerne den zweiten Itemraum sehen, aber zuerst mal möchte ich... Dem hier mache ich auf jeden Fall was. Das hat sich gut gelohnt. Gute Investition. HP ab. Ist in Ordnung. Wir bekommen wahrscheinlich eh keinen Devil Deal am Ende von dem zweiten Boss, weil man kommt bei einem X11-Ebene. Also wir sind gerade auf einer XL-Ebene, heißt zwei Itemräume. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Jetzt irgendwie weniger so vor. Aber da ändert sich gar nicht mal so arg viel, außer dass man halt ein bisschen... gucken und aufpassen muss. Okay, wenigstens ist ein Teil schon mal besiegt. Einen anderen Teil bekomme ich dann schon irgendwann hin. Gut. Da. Besiegt. Schlüssel. Hier könnte was sein. Ich habe jetzt nicht überall nachgeguckt, aber es könnte hier nichts liegen. Gut. Haben wir das schon mal geregelt. Okay, bin ich Risiko gegangen, habe nichts großartig rausbekommen. Ist aber auch nicht so ultra schlimm. Könnte immer noch einen Devil Deal bekommen. Das ist es. Hier benutzen wir am besten das TNT, um die Gegner schön die Sprengung zu besiegen. Durchgezielte. Oh, das war genau nice, dass wir so übersprungen haben. Wahrscheinlich war das ein viel, viel leichterer Raum als der andere sonst. Gemini? Haben wir noch einen Freund. Würde sich fast schon der Shop mit BFF ankündigen und lohnen. Aber hier gehe ich zuerst mal nirgends hin. Hier oben könnte noch ein Geheimraum sein.
Auch nicht. Da unten könnte keiner sein. Da auch nicht, da auch nicht. Da drüben könnte der Supergeheimraum sein. Hier. Hier links. Ist das wahrscheinlich wieder ein längerer Run, wenn ich das hier so ansehe. Ist wenigstens etwas. Damit haben wir größere Range automatisch, weil wir halt sehr, sehr gute Shotspeed haben. So wie wir sehen können. Leider habe ich die Karte... Okay, der Husk. Das sollte eigentlich möglich sein. Vor allem, wenn ich noch Bomben benutzen sollte. Da sieht man's. Guter Schaden. Oh, nice, weil die alle in der Combo gestorben sind. Und Damage und Range up. Okay, wir haben auf jeden Fall verdammt viel Range. Wir haben wenigstens etwas Damage abbekommen. Wir haben sonst nichts Großartiges bekommen. Also gehen wir einfach weiter und hoffen, dass wir irgendwie eine Lösung bekommen. Das wäre schon cool. Nicht. Da gehe ich lieber nicht rein. Da bin ich wieder neidisch. Neidisch, dass dieser Boss so viel aussieht. Sich noch 10.000 Mal zerkleinern. So ein Item bräuchte man selber. Dass man nicht sofort stirbt, sondern sich 10.000 Mal aufteilt, bevor man stirbt. Und dann, ja. So wie Dead Cat, bloß so besser. Ja, keine Ahnung, was ich damit meine. Keine Ahnung, ob man so ein Item überhaupt herstellen könnte. Und die das irgendwie in Afterbirth machen. Oder nicht. Das weiß ich ja nicht. Ist ja nur irgendwas hingeschwafelt. Einfach, weil das langweilig ist, so etwas anzugucken. Nein. Auch wenn eine goldene Kiste recht verlockend sein kann und auch ist. Nein. Ganz ehrlich, nein. Da haben wir noch Moms Dings, das ist super. Das sind die zwei einzigen Hände. Da haben wir schön besiegt und den hier hofft ihr jetzt auch gut. Ey, wir haben endlich mal wieder unser Ding offen. Ay, caramba. Das schaffen wir so. Sehe ich. Noch den hier besiegen. Okay, das war knapp. Das Schöne ist, dass halt unsere Tränen gar nicht sofort ultra schnell sind. Genau den Gegner dann so treffen, so wie wir es wollen. Nicht so ultra lame wie sonst. Durch unseren. Wie heißt denn das Ding nochmal? Ich weiß es nicht genau, wie das heißt. Aber zumindest ist es nicht schlecht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Gemini hat uns sogar selbst da geholfen. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Oh Mann. Danke, Gemini. Gemini ist noch ein guter Freund, der uns immer weiterhilft. Egal, was für eine Scheißsituation. Da drüben, hier, zack, zack, zack. Das sollte auch nicht schwer sein. Könnte ein Bossgegner sein. Da will ich lieber doch für den richtigen Bossgegner was übrig lassen. Als den hier dann so easy besiegen zu können. Weil ein Bossgegner immer schwieriger normalerweise sind. Und das hier ist ein echt einfacher Boss. Ich weiß nicht genau, wie das wieder heißt nochmal. Aber ist sowieso bei mir mit dem Namen ein bisschen lustig. Und noch ein paar. Vier insgesamt. Okay. Die sind in Ordnung. Es können sogar auch 5 Hände kommen. Gib mir am besten durchgehend noch irgendwelche Bücher, mit denen ich so gesehen nichts anfangen kann. Ich gehe Risiko. Ich plädiere an das Spiel, dass es mir hier Book of Shadows gegeben hat. Sodass ich da reingehen kann in das Dingens. Ohne dass ich großartig Probleme bekomme. Aber mal sehen, ob das Spiel auch so denkt. Ja, mit so einem Item, ja, schon mal nicht schlecht. Da hätte ich eher so reingehen sollen. Schade. Ich hätte so reingehen sollen. Weiß man in dem Moment nicht. Aber ein Guppy-Item nochmal. Haben wir schon mal ein Guppy-Item? Nee, noch nicht. Trotzdem, Guppy's Head ist schon mal nicht schlecht. Sagt mir auch meine Erfahrung. Krampus, wobei Krampus Head wäre besser gewesen. Naja, wir bleiben jetzt einfach auf dem Item. Und man sieht, wie schnell manche halt schön besiegt werden. Das ist doch eher eine bessere Hilfe manchmal in jedem Raum, als sonst gar nicht Hilfe zu bekommen. Ich meine, wir plädieren sowieso sehr arg auf unsere Helfer, wie Gemini.
unsere Fliegen jetzt auch. Dies, das. Ananas. Es ist nicht so einfach. Aber sowas wie Hive Mind oder BFF wäre zum... Ah, okay. Ich wollte es nur mal sagen, Spiel. Nur mal sagen. Ich wollte es nur irgendwie. Nikopolis 1. Der Run sieht mal einmal wieder beschissen aus. Heißt, wir müssen kämpfen, im Normalfall, um unseren Run zu schaffen. Das sind die Runs, die mir natürlich so nicht immer wirklich gefallen, weil kämpfen so eine Sache ist. Im Run. Vor allem, wenn man nicht so stark ist. Es ist schwieriger, hier durchzukommen. Aber hier gehen wir Risiko. Oder was heißt ein Risiko? Wir gehen hier halbwegs Risiko. Sehen das Trinket und denken uns, ja, genau das wollte ich. Weil das macht so, dass wir keine normalen Herzen mehr bekommen, sondern nur noch Black Hearts. In dem Sinne nicht schlimm, aber wir bekommen dann weniger Drops aus anderen Herzen. Da ist er, endlich. Wir kennen schon einige Effekte, deswegen können wir das mal benutzen. Mathemesis. Explosive to Rio, da ist noch ein neutrales Range Down. Okay. Hätte wenn das noch rausgehen sollen, wenn ich so etwas hab, aber. Fool. Ich hätte The Fool benutzen sollen. Ah, ich Fool, ich Dummkopf. Wäre ich da rausgekommen? Ja. Da hätte man voll die Strategie draus machen können. Der Schlaukopf hat mal wieder nicht so richtig nachgedacht. Komm, wirf doch deine Bomben. Alter. Nicht so knapp. Jetzt komm, verfolg uns. Nice. Wir schießen nicht weg durch unseren unglaublichen Shot Speed. Das ist grauend. Eieiei. Jetzt haben wir schon mal richtig guten Schaden genommen. Super, da gibt uns einen Herzschaden, weil das, glaube ich, ein Champion ist. Ich sehe es bloß nicht in der Dunkelheit. In Curse of the Darkness. Wir bekommen wenigstens noch so ein Dingens. Das ist nicht schlecht. Ich mag sowas. Genügend viele Orbitale, die auch Schaden machen. Da hätte ich jetzt lieber das andere Spacebar-Item. Also das, was uns oben links immer da zu sehen ist. Nämlich das Pac-Man oder das Game-Kit-Dingens. Eigentlich würde ich am liebsten nur ein anderes Dingens, weil es, würde ich jetzt Unicorn-Stump bekommen. Dann wäre ich OP. Aber das sieht man dann erst, wenn man es einmal hatte. Dann sieht man erstmal, wie krass Unicorn Stump eigentlich sein kann. Wo man nur in Unbesiegbarkeit ist, aber sonst keinen Schaden gibt. Man braucht halt dazu die Kombination mit Orbitalen. Die wir theoretisch besitzen würden. So müssen wir halt, ne? Ist ja klar. Irgendwie da durchkommen. Hier haben wir alles. Game Mini, hilf uns aus. Da bin ich echt auf Game Mini angewiesen, weil ich keinerlei Lust habe, mir sonst irgendwas anzutun. Nur wegen diesen Typen. Da haben wir diesen unaussprechlichen Namen, dessen Namen ich immer nie weiß. Weiß gar nicht, ob. Ne, bisher habe ich noch keinen Schaden genommen. Stimmt, ich bin ja mit einem halben Herzrückstand hier reingegangen. Wir haben hier kaum irgendwelche Dingens. Das ist mir auch aufgefallen. Kaum irgendwelche Tinted Rocks. Oder wenn, dann sehe ich sie alle nicht. Wenn es hier irgendwelche gibt. Das kann natürlich auch sein. Das heißt ja nicht, dass ich. Dass es hier gar keine gibt. Das heißt nur, dass ich keine gesehen habe. Ah, stimmt. Und das Seed ist XEJD6XJ4. Ich sollte mal mir angewöhnen, das am besten auch am Anfang vorzulesen, weil dann habe ich den Seed durch. Und dann könnt ihr sofort nachspielen, anstatt dass ich's. Also wenn ihr Bock habt nachzuspielen und euch so denkt, wow, ist das ein geiler Seed, dann könnt ihr mitspielen. Könnt ihr auch ruhig in den Kommentaren dann schreiben, wenn ihr dann den Seed gespielt habt, was ihr so hinbekommen habt. Ist natürlich auch nicht uninteressant. Gemini, das bringt so nichts, andauernd hinterher zu gehen. Und das auch mal. Hallo, sei mal schlauer, bitte. Enttäusch mich nicht.
Nach rechts vielleicht? Okay, da ist noch was. Ah, super. Haben wir schon mal einen niceen Schaden genommen. Bei dem wir nicht mehr so arg viel machen können. Was? Wie zum Geier bin ich da? Hä? Was zum Geier ist da passiert? Das würde ich gerne in der Wiederholung sehen, aber das kann ich mir, wenn, danach nur noch mal eine Aufnahme angucken und nicht wundern, wie ich da rausgekommen bin. Ich bin überhaupt zufrieden, dass wir überhaupt so viele Leben haben. Aber diese Leben werden uns bald nichts mehr bringen. Haben wir schon den Boss, das ist super. Wir haben nichts, um den Boss, um unseren Mom irgendwie zu besänftigen. In dem Sinne. Wir haben halt nur Cube of Meat und uns fehlt halt einfach das Item dazu. Alter, ich dachte, ich bin passend. Aber nee. War halt nur scheiße. Damit machen wir guten Schaden. Ich glaube, diesen Run, es wird sehr kompliziert, da irgendwas noch zu reißen. Aber man muss auch nicht aufgeben. Auch wenn es schwerfällt. Wir haben noch Hematemesis. Wir haben ein Hit, den wir so überleben, dann müssen wir gleich Hematemesis droppen und dann gucken, wie wir den Rest schaffen. Super, wir haben sonst nichts weiteres mehr. Ich hätte so gerne noch weitere Guppy-Items, was weiß ich, alles bekommen. Aber man kann hier nicht alles haben. Den großen Raum mache ich fürs Erste nicht und sehe, dass ich den trotzdem machen muss. Das ist schon mal eine schöne Sache. Okay. Wir können ihn betreffen. Wenn das unten ist, zack. Ich weiß, das ist sehr, sehr langsam und sehr vorsichtig und was weiß ich alles. Aber vergiss nicht, das ist auch gerade eine mega scheiß Situation. Ich will Hematemesis erst so spät wie möglich benutzen, damit wir danach vielleicht auch in die Kiste reinschlüpfen können und einfach sagen können, yo, Digga, ist alles in Ordnung. Wir würden dann nicht in Richtung Satan gehen oder so. Nein, wir würden es lassen. Wir müssen ja uns noch nicht entscheiden. Wir müssen noch nicht weitergehen, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Das wäre jetzt bei dem Run nicht gerade gut. Habe ich irgendwas falsch gemacht, weil eigentlich hat man sonst in jedem Run normalerweise Möglichkeiten, was zu machen. Bei dem hier muss ich jetzt spielen wie ein vorsichtiger Typ. Wir haben nicht mal richtig genügend Speed-Up, wir haben nicht mal genügend. Das Einzige, was wir besitzen, ist Range und Shot-Speed, einfach durch unsere Trinkets. Das Ding benutze ich ganz sicher nicht. Könnte aber ein Soul Heart drin sein. Könnte, hätte, Fahrradkette, Popette. Wir können auch rote Herzen oder irgendwelche HP-Ups rumlungern. Das ist uns uninteressant. Das bringt uns noch was, wenn wir mal ein halbes Herz haben. Bekommen wir, glaube ich, den Unbesiegbarkeitseffekt oder so. Das sind Sachen. Das war wieder knapp. Jetzt kommt der Typ da gleich raus. Oder auch nicht, gut. Okay. Oh, meine Fresse. Okay. Fast schon das nächste Herzchen, was wir wieder gut gemacht haben. In dem Sinne. Hoffentlich. So langsam. Das habe ich sofort gesehen, dass der so komisch abgelenkt wird. Und hier besiegen. Gut, gut, gut. Es tut gut, 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 gut. Es tut gut, 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 gut. Schön. Noch der Kopf übrig. Sollte alles klappen. Bitte. Nein, 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 nein. Wir passen auf. Ist kein. Ah, oh. Haben wir dann noch irgendwo. Nee, nee, nee.
Hoffentlich schießt... Oh, das kann passieren, dass diese kleinen Kackhäufchen sich plötzlich denken, oh, ich schieße mich 10.000 Meter nach vorne. Und immer noch so gut... Das ist... der dümmste Schaden, den man hätte nehmen können. Es wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen, auch einen Devil Dean mitzunehmen, aber... das, glaube ich, habe ich sehr gut verkackt. Ich weiß, wir haben eigentlich genügend Geld, um da was rauszuholen, aber... anscheinend spiele ich lieber die Variante. Es ist so warm im Zimmer. Warum ist es so warm? Ich habe vorhin noch auch Fenster offen gehabt. Aber es ist so warm gerade. Ah, wahrscheinlich, weil ich Fenster aufgemacht habe. Hm, stimmt. Das war knapp. Oh, echt? Nochmal? Dieselbe Geschichte nochmal. Kommt anscheinend sonst kein weiteres? Nee, da kommt anscheinend kein weiteres. Keine weitere Hand. Hier haben wir... Oh, nein. Ach du heilige Macaroni. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Willst du mich verkackeiern? Komm, ja. Wenigstens noch die Viecher. Damit kann ich halbwegs leben. Einmal vorbeigelassen. Sofort weiterkämpfen. Hier. Gut wie dasselbe. Gut. Noch die Gehirne rausploppen lassen. Und dann haben wir es. Noch die Gehirne. Oh, Jesus, das ist so ein Kampf. Artemisis zweimal. Hm. Das ich wollte Artemisis nehmen, aber habe aus Versehen falsch gedrückt. Tut mir leid. Oh nein, der Winstreak ist schon weg. Nein. So, Junge, herzlich danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Part. Vielleicht sollte ich nicht mehr in der Wärme spielen. Vielen Dank und ciao.